Mit Monster Hunter World wurde auf der diesjährigen E3 PK von Sony das erste Monster Hunter für Heimkonsolen gezeigt seit Monster Hunter 3 Ultimate. Naja, dann gibt es noch die Monster Hunter Double Cross Ankündigung, aber technisch gesehen ist die ja noch nicht draußen und es kommt im Westen wahrscheinlich auch nicht raus, zumindest ist noch nichts geplant. Was ich damit sagen will, es ist schon eine Weile her, dass Heimkonsolenspieler ein Monster Hunter Spiel hatten. Ganz besonders wird das die Nicht-Nintendo-Spieler freuen. Da diese das letzte Monster Hunter Spiel 2009 mit Monster Hunter Freedom Unite hatten, wenn wir jetzt mal Portable Third abziehen. Ich als großer Monster Hunter Fan bin da natürlich sofort dabei, besonders weil es sich hier um keine aufbearbeitete 3DS Version handelt, sondern ein von Anfang an neu entwickeltes Monster Hunter. Vieles ist noch nicht ganz bekannt und ich möchte eigentlich jetzt mal so ein bisschen darüber reden, wie ich das so finde und was für ein Eindruck es bei mir hinterlassen hat. Also als allererstes habe ich natürlich nicht damit gerechnet, dass überhaupt ein Monster Hunter auf einer Sony PK jemals wieder gezeigt werden wird. Und anfangs muss ich zugeben, hatte ich erst an Monster Hunter Online gedacht. Der Look sieht sehr ähnlich aus und ich dachte erst, dass es sich um eine Konsolenportierung von Monster Hunter Online handelt. Doch nein, es wird ein komplett neues Monster Hunter sein, was mich sehr freut. Denn wer mich eventuell ein bisschen länger kennt, der weiß ja schon, dass ich in unter anderem dem Monster Hunter 3 Ultimate Let's Play das ein oder andere Mal das Thema angeschnitten hatte, bei dem ich mich darüber, ich sag mal, ein bisschen negativ darüber geäußert hatte, dass diese Monster Hunter Serie halt auf den 3DS irgendwie ihr Zuhause gefunden hat. Nicht falsch verstehen, ich liebe Monster Hunter, wirklich. Doch ich finde, es ist ungeeignet für den 3DS. Und da werde ich wahrscheinlich jetzt mit der Meinung von anderen Fans nicht d'accord gehen. Denn gerade in Japan verkauft sich Monster Hunter auf dem 3DS ja wirklich hervorragend. Doch ich finde halt, es eignet sich nicht sonderlich gut. Denn Monster Hunter ist so ein Spiel, da spielt man nicht nur 5 Minuten, sondern da muss man sehr viel Zeit investieren. So eine Quest geht maximal 50 Minuten und das hat auch schon seine Gründe. Wenn man dann noch die Vorbereitung, das Crafting und dann das Wiederholen mit dazu zählt, kommt man da schon auf seine paar Spielstunden pro Session. Und da finde ich, ist halt der 3DS einfach nicht der richtige Platz. Dies ist übrigens auch einer der Gründe, warum ich Monster Hunter 4 Ultimate immer noch nicht durchgespielt habe auf dem 3DS, da ich es immer nur in sehr fragmentierten Zügen spiele und das sich nicht sonderlich gut eignet, da ich jedes Mal erstmal wieder in das Gameplay hineinkommen soll. Und damit kommen wir eigentlich auch schon zum nächsten Punkt, nämlich wie wird es mit der Zugänglichkeit des Spiels sein? Denn mit Monster Hunter Worlds stand die Monster Hunter Franchise endlich mal wieder im Spotlight auf einer E3-Konferenz. Und natürlich gibt es viele Monster Hunter Fans, aber so wirklich im Mainstream war Monster Hunter jetzt nicht. Und da ich tatsächlich der Meinung bin, dass Monster Hunter einen der schlechtesten Einführungen aller Zeiten in der Geschichte von Videospielen hat, hoffe ich einfach mal, dass mit dem neuen Monster Hunter sich dieser Anfang auch besser spielen wird. Denn es ist ja wirklich so, dass in einigen Monster Hunter Teilen man wirklich 7 Stunden erstmal Grundmaterialien farmt, bevor es an das eigentliche Konzept der Quests geht. Und da kann ich auch niemandem böse sein, wenn er einen schlechten Eindruck von Monster Hunter bekommt. Deshalb hoffe ich einfach mal, dass sie hier mal ein bisschen ansetzen und das Tutorial ein bisschen kürzer machen. Die allgemeine Reaktion der Fans ist allerdings recht gespalten. Es gibt die Leute, die sich natürlich tierisch freuen, dass es ein neues Monster Hunter gibt. Dann gibt es allerdings auch die Fans, die meinen, dass es nicht wie ein richtiges Monster Hunter aussieht. Diese Meinung kann ich durchaus verstehen. Allerdings gibt es jetzt 2 Sachen. Einerseits, es gibt natürlich noch nicht viel zu sehen. Das heißt, jetzt schon zu urteilen, wie das Spiel sein wird, ist natürlich noch sehr voreilig. Und die andere Sache ist, ich glaube, dass Veränderungen für Monster Hunter tatsächlich schon längst überfällig sind. Denn wenn wir uns mal genauer ansehen, wie denn Monster Hunter aufgebaut ist, dann ist es eigentlich schon seit der PSP-Zeit immer das gleiche Spiel gewesen. Klar, es gibt ein paar Änderungen. Und wenn man zum Beispiel Monster Hunter Freedom Unite neben Monster Hunter 4 Ultimate stellt, dann wird man schon einige Veränderungen, gerade was Hitboxen und Animation angeht, wiederfinden. Aber trotzdem ist das Grundgameplay sehr ähnlich. Und deswegen finde ich diesen Schritt sehr, sehr gut und kann ihn nur befürworten. Ansonsten gibt es spielerisch in dem Trailer nicht viel Neues zu sehen. Wie es aussieht, wird man wohl mehr mit dem Gebiet agieren können, indem man die Umgebung zum Einsturz bringen kann. Es wird wieder das Kletterfeature aus Monster Hunter 4 Ultimate geben, was sehr gut ist, da es dem Spiel allgemein eine sehr viel bessere Dynamik gibt. Und das Monster-Design muss ich, glaube ich, gar nicht erst erwähnen. Es sieht wieder fantastisch aus. Sowohl die neuen als auch die alten Monster.
was durch den Release auf PS4, Xbox One und PC hoffentlich mit hinzukommt, dass man nicht mehr technisch limitiert ist. Auf der PSP oder auch auf dem 3DS waren die Gebiete immer in kleine Areale eingeteilt. Das bedeutet, man hatte immer kleine Arenen, in denen man gegen die Monster gekämpft hat, und sobald die Monster geflüchtet sind, musste man durch einen Ladebildschirm laufen, damit man im nächsten Gebiet ankommt. Ich hoffe, das gehört jetzt der Vergangenheit an. Zumindest suggeriert es der Trailer. Ob das nun wirklich so ist, können wir nur spekulieren. In einem Interview sagten die Entwickler bereits, dass es einzelne Gebiete geben wird, diese aber nicht mit Ladezeiten getrennt werden. Es ist also ein wenig wie bei Evolve, wo man eine sehr große Map hat, auf der man dann jagen kann. Des Weiteren heißt es, dass es alle Waffentypen im Spiel geben wird. Als Fan der Morph-Axt und der Switch-Axt freut mich das natürlich sehr, da ich mit Waffen wie dem Großschwert nicht viel anfangen kann. Grafisch gesehen sieht das Spiel auf jeden Fall ziemlich gut aus, wenn es auch jetzt nicht unbedingt mit aktuellen AAA-Spielen mithalten kann. Im Verhältnis zu den vorherigen Monster Hunter-Spielen macht es aber eine sehr gute Figur. Anfang 2018 soll das Spiel schon erscheinen und mit etwas Verzögerung auch auf dem PC. Die Frage, die sich mir jetzt natürlich stellt, ist, wie werden die technischen Voraussetzungen für dieses Spiel sein und von was für einer Verzögerung reden wir hier? Ist es nur eine einwöchige Verzögerung, wie es bei Nier Automata der Fall war? Oder reden wir hier wirklich von einem halben oder gar einem kompletten Jahr Verzögerung? Ich muss aber persönlich sagen, als ein Fan, der ewig darauf gewartet hat, endlich mal ein Monster Hunter auf den Plattformen zu bekommen, die ich selber besitze, ist diese Ankündigung, allein dass es überhaupt kommt, schon wirklich gut. Und ich sage es mal so, es beruhigt mich zu wissen, dass es überhaupt kommt, da kann ich dann von mir aus auch das extra Jahr warten. Bis zum Release 2018 werden wahrscheinlich noch weitere Informationen herauskommen. Und da empfehle ich euch einfach mal den Kanal vom Gaijin Hunter, da dieser sehr gute Videos und auch Tutorials zu Monster Hunter macht. Das war jetzt ein etwas kürzeres Video, aber ich wollte einfach mal über dieses Thema reden, da ich Monster Hunter sehr, sehr mag und ich mich sehr auf Monster Hunter World freue. Dann hoffe ich, hat es euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video.